Zu Beginn der neuen Woche dürften drei Themen im Vordergrund stehen. Einmal der Handelskrieg, zweitens das Öl und drittens eine spektakuläre Pleite. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute jetzt zu Wochenstart zu erwarten ist. Zunächst mal Handelskrieg. Wir hatten ja am Freitag nicht nur den großen Verfall an der Wall Street, sondern eben auch die Meldungen aus Nevada und beziehungsweise Montana und Nebraska, wonach die chinesische Delegation ihren Besuch abgeblasen hatte in diesen landwirtschaftlich geprägten Gebieten. Diese Besuche sollten im Prinzip vorbereiten die größeren Käufe von Landwirtschaftsprodukten aus den USA durch Peking. Und die Absage, die schockte die Wall Street etwas, es ging deutlich nach unten, die US-Indizes am Freitag deutlich negativ geschlossen. Aber dann am Wochenende, die USA, die sagten, wir hatten konstruktive Gespräche, die Chinesen sagten, wir hatten produktive Gespräche. Also das sind immer diese Nullstellen, Nullaussagen im Prinzip, die alles sagen und nichts sagen, vor allem nichts sagen jedenfalls. Ist das so ein bisschen eine Beruhigung? Jetzt gibt es die Meldung, dass diese Besuche abgesagt wurden, weil man nicht wirklich so einen Medienzirkus haben wollte und weil man nicht den Eindruck haben wollte, man würde sich in den Wahlkampf 2020 in den USA einmischen seitens der Chinesen. Naja, ob das glaubwürdig ist, sei mal dahingestellt. Jedenfalls Beruhigungsversuche seitens der US-Seite, seitens der chinesischen Seite. Nein, die Gespräche sind nicht zusammengebrochen und das führte heute gleich zu Handelsstart im asiatischen Handel, zu einem Anstieg des Yuan, zu einem Anstieg von Risikoassets. Allerdings hat sich das so ein bisschen relativiert inzwischen. Wir haben Japan geschlossen, heute chinesischen Märkte im Minus. Wie dann die US-Futures doch einigermaßen deutlich im Plus sein können, sei mal dahingestellt. Das ist die unsichtbare Hand des Marktes. Das zweite Thema ist Öl. Wir haben heute die Nachricht von Aramco, dass es mindestens wohl 10 Monate dauern wird, bis die gesamte Produktion wiederhergestellt ist, die ja durch den Angriff von wem auch immer so weitgehend zerstört wurde. Die Hälfte der Produktion Saudi-Arabiens ist damit ja schwer getroffen worden. Das hat dem Ölpreis ein bisschen Auftrieb gegeben. Und die dritte Meldung, das ist die Pleite von Thomas Cook. Der britische Reisekonzern hat heute Nacht Insolvenz angemeldet. Das wird für viele Urlauber bedeuten, dass sie jetzt irgendwie erstmal festsitzen und wahrscheinlich die jeweiligen Regierungen versuchen müssen, ihre Leute da aus dem Ausland rauszuholen. Der Flugbetrieb ist eingestellt von Thomas Cook. Da hängen dann eine ganze Menge Arbeitsplätze dran, es hängen Fluglinien dran. Das wird ein ziemliches Tohuwabohu werden wohl noch. Es zeigte, dass hier die Dinge wohl immer dramatischer werden, nachdem der Konzern einen Notkredit nochmal beantragt hat bei der Regierung, die aber offenkundig gesagt hat, nicht, wir schmeißen da kein gutes Geld nochmal hinterher und die Geschichte wird sowieso böse enden. Jetzt ist sie böse geendet, das dürfte wie gesagt einige Erschütterungen heute hervorrufen. Erschütterungen vielleicht auch von der Datenseite, denn wir haben heute frische Daten zu den Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und der Eurozone. 9.30 Uhr Deutschland. Was wir hier sehen, ist der Einkaufsmanager-Index Gewerbe aus Deutschland, der ja seit Anfang 2018, genauer gesagt Ende 2017 eigentlich im freien Fall ist. Kommt jetzt da eine Erholung? Das wird die große Frage sein. Auch der Dienstleistungsindex kommt. Dienstleistung ist ja generell besser aufgestellt, kann man sagen. Derzeit Produktion ist sehr, sehr schwach, aber normalerweise ist Dienstleistung eben ein später nachlaufender Indikator, der dann reagiert auf das, was in der Industrie passiert. Und was in der Industrie passiert, das sehen wir zum Beispiel auch in Korea. Heute frische Daten zu den Exporten Koreas, die ja sehr stark sind im Chip-Bereich bei Schiffen. Viele Produkte, die in und aus Korea kommen. Wir sehen hier einen Kollaps geradezu zum Vorjahresmonat von 21%. Das ist der größte Rückgang seit der Finanzkrise. Wir sehen, dass die Exporte nach China um 30% eingebrochen sind, in die USA um 20%, EU 13%, Japan gut 13%. Das wird allerdings wohl noch schlechter werden. Sie wissen ja vielleicht, da gibt es diese Auseinandersetzungen zwischen Japan und Südkorea. Es geht da um historische Fragen im Zweiten Weltkrieg, Zwangsarbeit etc. Und da sind die Gemüter sehr erhitzt. Jetzt hat man da praktisch auch Zölle eingeführt. Also es ist nicht nur der Handelskrieg USA-China, der da tobt, sondern jetzt auch ein Krieg zwischen Japan und eben Südkorea. Und das sind zwei sehr bedeutende Nationen, wenn es um Produktion und Export geht. Schauen wir uns noch ein paar Grafiken an, die vielleicht von Interesse sein könnten. Wir haben hier den Balance Sheet, die Bilanzsumme der Fed, und sehen, dass die jetzt in letzter Zeit, in den letzten Tagen deutlich nach oben gegangen sind durch diese
Aktionen, die die Fed jetzt bietet, liquiditätsspendende Aktionen für die Banken, nachdem wir ja so einen Cash Crunch hatten. Hier nochmal der Zeitplan ab heute wieder jeden Tag 75 Milliarden für über Nacht. Repos, die hier angeboten werden, und dann gibt es noch Laufzeiten bis 14 Tage, immer wieder mal 30 Milliarden am Dienstag, dann am Donnerstag und am Freitag. Also die Fed muss massiv Geld reinpumpen. Die Fed hat ihre Bilanz reduziert, wie wir gesehen haben. Die anderen Notenbanken haben das nicht gemacht. Und hier sehen wir zum Beispiel mal, was es bringt, wenn man Null- oder Negativzinsen hat. Bank of Japan links, die EZB rechts, respektive die Einlagen eben von Europäern als Bankkonten bei der EZB, respektive der Bank of Japan, und die sind gestiegen seit der Finanzkrise, nicht gefallen. Das heißt, das, was die Notenbanken mit dieser Null- oder Negativzinspolitik erreichen wollten, nämlich dass die Gelder von den Konten gehen, investiert werden, konsumiert werden, genau das ist nicht passiert. Das ist das große Problem, das man jetzt hat. Mit der alten Medizin versucht man, ein Problem zu lösen, das eben nicht lösbar war, nicht heilbar war mit dieser Medizin. Jetzt soll man die Dosis nochmal erhöhen. Was soll das bringen? Das ist die große Frage. Schauen wir uns einmal die Charts an, was wir hier sehen von Capital.com. Sie wissen das vielleicht. Wir sehen hier den S&P 500. Wir hatten hier dann diesen Abverkauf dann am Freitag in Gefolge der Meldung, Montana, Nebraska, China habe diesen Besuch abgesagt. Dann ein Gap nach oben, deutliches Gap nach oben. Es ist dann so ein bisschen abgeperlt im weiteren Verlauf des asiatischen Handels. Wie gesagt, China eigentlich relativ deutlich im Minus. Japan heute Feiertag. Wir sehen ähnliches Bild beim Dow Jones, 27.010 Punkte. Was wird der DAX aus der Story machen? Der ist bei 12.425. Seit Tagen, seit Wochen hat man das Gefühl, der Index ist irgendwie im Bereich der 12.400er Marke. Wir sehen, dass der Euro sich hält bei 1.1021. Wir sehen Gold jetzt bei 1.514. Wir waren da schon ein Ticken höher heute im asiatischen Handel. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil mit einem Gap nach oben. Eben aufgrund dieser Meldung von Aramco wird wohl bis zu 10 Monate dauern, bis da wieder alles heile ist, aber auch hier so dieses leichte Abperlen dann im weiteren Verlauf. Also das ist die Situation. Thomas Cook ist pleite, heute Nacht gemeldet, dass wir so ein paar Schockwellen noch durch einige Branchen jagen. Wir haben diese Geschichte mit Aramco und Öl, und wir haben den Handelskrieg. Wir haben hier beruhigende Aussagen, aber erstaunlich ist, dass die Märkte jetzt nicht mehr so richtig darauf reagieren, wenn hier Friedenssignale kommen, wenn positive Botschaften aus dem Handelskrieg gekommen. Naja gut, wir haben es auch erst 8.327 Mal eingepreist, könnte man vielleicht noch mit dazu sagen. Jedenfalls ist offenkundig der Algorithmus oder sind die Algorithmen ein bisschen abgestumpft. Und wir haben heute 9.30 Uhr zu achten auf die Daten, vor allem aus Deutschland, zu den Einkaufsmanager-Indizes. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.